Ja, hier ist der Flo von den Moviefreaks und wir haben schon wieder Mittwoch, jawohl. Und ich komme mit einem Tipp um die Ecke, der vielleicht nicht ganz jeden anspricht, wie die letzten. Das waren ja durchaus Filme, wo ja ganz klar ist, aufgrund der Schauspieler, ja, das ist alles toll. In diesem Fall ist es ein Film aus den 80ern und da haben wir sogar für den Hauptdarsteller eine goldene Himbeere. Jawohl, trotzdem lege ich euch dieses Werk ans Herz. Und welches es ist, erzähle ich euch gleich. Ja, Freunde, wie gesagt, dieser Filmtipp heute ist ein Filmtipp, der nicht ganz so einfach zu bewerben ist, denn er ist relativ schlecht weggekommen und zwar sowohl bei Rotten Tomatoes als auch allgemein im Kritikertenor. Zu plakativ, zu schlicht, zu unrealistisch etc. Also wirklich alles Attribute für einen schlechten Film. Zusätzlich noch die goldene Himbeere für Judd Nelson, den viele von uns aus dem Film The Breakfast Club von John Hughes aus den 80ern kennen. Ja, wie bewirbt man so einen Film? Nein, ich möchte ihn nicht bewerben, ich will ihn euch sanft ans Herz legen, kann man sagen. Und zwar, wir haben hier einen Film, der eine schöne Balance findet aus Ernsthaftigkeit im Fall eines wirklich brutalen Mordfalls, aber auch immer mit einer ganz kleinen Prise Humor, mal subtil, mal ein bisschen offenherziger, wie das in den 80ern nun mal so war. Die Story, wir haben einen Anwalt, Judd Nelson spielt den Ganzen, der auch die goldene Himbeere bekommen hat, Mr. Weathers, Stormy Weathers, ein bisschen ungestüm das Ganze, und der ergaunert sich einen Fall, gewinnt den, ich möchte nicht zu viel verraten, er gewinnt ihn durch Kniffe und Tricks und steht dann im Fokus der Öffentlichkeit und der sehr einflussreiche Auftraggeber des ersten Falls sagt dann, ey Leute, macht ihn doch zu eurem Partner. Den alten Anwälten gefällt das überhaupt nicht und die sagen, wie wird man so einen Typen wieder los? Nämlich, wir geben ihm einen Fall, den er unmöglich gewinnen kann. Und da tritt dann John Hurt auf. John Hurt, wir kennen ihn alle aus Alien, dem als erstes dieses Viech da aus dem Bauch gesprungen ist. Did you kill Liza Williams? No, I did not. Ein toller Darsteller, keine Frage. Und er bringt auch in diesen Film diese Ernsthaftigkeit rein. Wie gesagt, immer wieder aufgelockert durch lustige Sprüche. Stormy Weathers practices law. Should be a crime. Your Honor, please! Don't look at me, it ain't mine. Es ist eine helle Freude, diesen Film zu sehen. Warum sollte man sich einen so schlecht bewerteten Film angucken? Ja, weil Florias sagt, nein, natürlich nicht. Weil dieser Film, glaube ich, ein bisschen missverstanden wurde. Es ist eine Komödie, sicher, und er ist nicht wirklich immer realistisch, was das Anwaltsdasein angeht. Ich mag aber gerne Anwaltsfilme. Ich mag gerne die Wirkung, die so ein Anwalt oder auch die Plädoyers eines Anwalts auf den Richter haben. Und selbst der Richter spielt ultra witzig. Judges can't restrain him. Es ist einfach nur lustig, gepaart mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und mit der schauspielerischen Höchstleistung von John Hurt und wiederum John Nelson, der das Ganze charmant macht. Mit dabei ist noch Elizabeth Perkins, die wir aus Big mit Tom Hanks kennen. Also, schaut euch diesen Film an. Das ist für mich dieser Tipp diese Woche. Wirklich ein super schlecht bewerteter Film. Und wenn ihr mutig seid, besorgt ihn euch mal. Englischer Originaltitel From the Hip 1997, deutscher Titel Karriere mit Links. Und obligatorisch, aber deswegen nicht weniger ernst gemeint, der Aufruf zu liken oder auch meinetwegen zu disliken. Gefällt euch das nicht, gefällt euch die Stimme nicht, gefällt euch der Film nicht, was auch immer, schreibt in die Kommentare. Das ist uns eigentlich am wichtigsten, dass wir wissen, wo stehen wir damit. Also gefällt euch der Film, gefällt euch der Tipp, gefällt euch das Ganze rundherum. Heute mal ohne körperliche Präsenz, das liegt aber mehr oder minder an den technischen Voraussetzungen. Da ist was kaputt gegangen, deswegen heute mal nur mit meiner Stimme. Ansonsten abonnieren natürlich, wenn ihr immer dabei sein wollt. Wir bringen regelmäßig Interviews, wir bringen Verlosungen raus, wo ihr richtig geile Blu-Rays gewinnen könnt oder auch DVDs und natürlich unsere geilen Rankings, unter anderem das Ranking, die besten Musikfilme aller Zeiten, inzwischen schon wirklich fast überall auf Platz 1 gerankt, und wir haben natürlich auch Rankings zum Horrorgenre, das ist unsere Spezialität in den letzten Monaten, da splitten wir das Ganze ein bisschen auf. Also, wie gesagt, jetzt werden ja noch ein paar Sachen eingeblendet, die ihr bei uns anklicken könnt, aber wenn ihr das einfach nicht mehr nötig haben wollt, sondern einfach nur noch informiert werden wollt, dann abonniert unseren Channel, wir sind die Movie Freaks, und geht auch mal auf www.moviefreaks.de, denn dort findet ihr schimmerschön aktuelle Kritiken, und zwar von über 20 Autoren, die durchaus verschiedener Meinung sind, und so findet ihr natürlich immer verschiedene Arten von Kritiken, das Ganze schon recht spannend, also besucht uns, und ja, der Flori sagt tschüss, bis zur nächsten Woche.